Hey Geschwister, ich bin so dankbar, zu dieser Generation gehören zu dürfen. Ich weiß, dass Jesus die Lösung ist für die Probleme, mit denen wir uns gerade beschäftigen auf dieser Welt. Und es ist sehr schön, das zu wissen, dass wir in einer besonderen Zeit leben und dass wir die gesegnete Generation sind. Amen. Amen. Hashtag blessed. Und dass wir ein Leben voller Hoffnung und voller Erwartung leben können auf die Wiederkunft von Jesus, das ist großartig und das ist das Licht in uns, was wir raustragen möchten. Das Licht, wovon die Bibel sagt, nicht unter den Scheffel stellen, sondern raustragen. Amen. Also, wir sollen das Licht weitergeben und genau das möchten wir tun. Denn Jesus kommt bald, Maranatha. Und wie ihr wisst, Gott verändert sich nicht. Er ist immer derselbe, gestern, heute, in alle Ewigkeit. Und das gibt mir persönlich Sicherheit. Oder? Eine der umschreibendsten Charaktereigenschaften von Jesus ist die Treue. Gott ist treu. Gott verändert sich nicht. Gott ist treu, selbst wenn wir ihm untreu sind. Das gibt mir Sicherheit. Das ist großartig. Und jemand treu zu sein, das ist auch ein Teil von jemand lieben, oder? Und ihr wisst, das ist das, womit wir uns die letzten Wochen beschäftigen, mit der Frage, liebst du Gott? Und deswegen können wir uns heute auch noch zusätzlich die Frage stellen, bist du treu? Bist du treu, wie Jesus treu ist? Denn auch das ist eine persönliche Entscheidung, treu zu sein, treu zu bleiben vor allem. Und treu zu bleiben, egal was kommt, das passiert nicht einfach so, das ist eine Entscheidung, die man treffen muss. Und treu zu sein heißt nicht, treu zu sein zu unseren Pastoren. Das verwechseln viele. Es geht nicht um Pastor Alex. Es geht nicht darum zu sagen, Dad, ich liebe dich. Dad, ich werde immer für dich da sein. Sondern was machst du mit deinem Leben, mit deiner Treue zu Gott? Das ist jedem selbst überlassen. Aber er ist und bleibt treu. Das ist großartig. Selbst wenn wir ihm untreu sind. Und ihr erinnert euch, Pastor Alex hat uns auch die Stelle weitergegeben, wo steht, dass Gott es regnen lässt über Gut und Böse. Sonne geht auf für Gut und Böse. Gott ist treu, Gott verändert sich nicht. Er liebt uns, aber wir sollten uns nicht mehr die Frage stellen, liebt Gott uns? Das haben wir geklärt, das wissen wir. Sondern worum es geht ist, liebe ich Gott. Das ist die Predigt, mit der wir uns gerade beschäftigen. Und bevor wir da auch heute wieder einsteigen, möchte ich aber kurz vorweg ein Disclaimer geben. Denn hier in dieser Gemeinde geht es nicht um Menschen. Es geht nicht, Gott bewahre, um mich oder die Person, die das Wort weitergibt. Und das ist eine Sache, die kann man heute in der Kirche leider oft beobachten, in der modernen Kirche, dass der Altar oft ausgenutzt wird, um sein eigenes Ego zu pushen und um zu zeigen, wie toll man ist. Das soll bei uns nicht so sein. Hier in der Gemeinde geht es nicht um den Lobpreisleiter, hier geht es um den Lobpreis. Und hier geht es auch nicht um den Prediger, hier geht es um die Predigt. Amen. Und das ist eine Sache, wofür wir hier in der Gemeinde kämpfen, die wir verteidigen, dass das Wort im Mittelpunkt steht und bleibt. Okay? Deshalb ist es mir wichtig, euch heute zu sagen, dass ich bei dem Ganzen hier heute irrelevant bin. Ich durfte viel Training genießen von unseren Pastoren, ich durfte ausgebildet werden, viel Wort lernen, aber es geht nicht um mich, es geht auch nicht um Ruth, wenn sie das Wort weitergibt. Es geht um Gottes Wort und dass Gottes Wort rausgeht und das ist eine Verantwortung, die wir alle haben. Okay? Aber nichtsdestotrotz bin ich natürlich Pastor Alex sehr, sehr dankbar, vor allem für das Wort, was er lehrt und die Predigt, die ich heute weitergebe, stammt von ihm, also alle Ehre nach da, wo sie hingebührt. Aber vor allem bin ich Pastor Alex auch dankbar, dass er immer den Fokus in dieser Gemeinde auf dem Wort gelassen hat und nicht zugelassen hat, dass Ansehen der Person hier eine Rolle spielt. Denn Gott kennt auch kein Ansehen der Person. Und auch das möchte ich heute einmal sagen. Vielen Dank, PA, für deinen Job hier in der Gemeinde. Matthäus 22, 36. Wir springen direkt rein, oder? Matthäus 22, 36. Das ist unsere Stelle innerhalb der Predigtserie. Da kommt jemand zu Jesus und stellt ihm eine Frage. Das möchten wir uns einmal gemeinsam angucken. Wenn ihr da seid, sagt gerne einmal Praise the Lord. Ja, waren noch nicht alle. Wir warten noch einen kurzen Moment. Matthäus 22, 36.
Okay, ich glaube, mittlerweile sind wir da. Dann lasst uns einmal gemeinsam lesen. Matthäus 22, 36. Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und er sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Welches ist das größte Gebot im Gesetz? Jesus ist so cool und spricht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wir haben die Stelle in den letzten Wochen oft gelesen und wir haben schon einiges darüber auch festgehalten. Wir haben beispielsweise gesagt, okay, hier steht, das Wichtigste ist es, Gott zu lieben. Wir haben uns die Frage gestellt, warum ist es denn so wichtig, dass wir Gott an erste Stelle stellen? Haben wir gesagt, weil Liebe immer etwas mit Beziehung zu tun hat. Und es schade ist, wenn eine Beziehung nur einseitig ist. Das haben wir gesagt die letzten Wochen. Wir haben gesagt, Liebe hat was mit Beziehungen zu tun und dass man nicht sagen kann, beispielsweise zu einer Person, ich bin so verliebt in dich, ich liebe dich von ganzem Herzen, aber ich möchte keine Beziehung mit dir haben. Das macht keinen Sinn. Aber das ist das, was viele tun, die sagen, ja, super, Gott soll mich lieben, dieser Teil, den finde ich super, den Rest, da bin ich nicht ganz so mit einverstanden. Und das ist ein Missbrauch vom Vertrauen und der Liebe Gottes, dass man zwar redet und sagt, Gott soll mich lieben, aber ein ganz anderes Leben lebt und die Beziehung nicht fördert. Denn wir haben auch gesagt, es ist unmöglich zu sagen, ich liebe Gott und das Leben bleibt einfach gleich. Es ändert sich nichts. Denn die Liebe bringt dich ja dazu, ein bestimmtes Verhalten an den Tag zu bringen. Gott lebt ja in dir, die Liebe lebt ja in dir. Das bedeutet, wenn etwas lebendig ist in dir, dann wirst du dich auch dementsprechend verhalten. Andersrum, wenn Gottes Liebe nicht in dir ist, dann, klar, wirst du lauwarm sein, dann kann Gott sich nicht auf dich verlassen und sogar so weit, dass wenn Gottes Liebe nicht in dir ist, dann kann der Feind dich sehr, sehr leicht zum Abfall bringen. Deshalb ist es immer wichtig, und das sagen wir deswegen, weil es so wichtig ist, in dieser Ausdrücklichkeit, wir sollen immer prüfen, jeden Tag überprüfen, liebe ich Gott, tue ich heute, tue ich gerade den Willen Gottes, trage ich etwas zu dieser beidseitigen Beziehung bei. Und ihr erinnert euch, wir haben auch gesagt, es gibt Leute, die sagen, jeder soll mich zuerst lieben. Ja, bitte, ich zuerst. Mich lieben, auf mich achten, mir vergeben und vor allem auch wissen, wie es mir geht. Ja, mir geht es gerade nicht so gut. Nein, das haben wir nicht gesagt, sondern was kann ich geben? Ich möchte auch etwas geben. Denn alles andere wäre keine Liebe, das wäre nur Selbstliebe. Wenn du zum Beispiel sagst, man soll dich zuerst lieben, bevor du bereit bist, jemand anders zu lieben, dann ist das verkehrt herum. Liebe du zuerst, das hat unser Pastor oft gesagt. Und es ist traurig, dass es oftmals nicht so vorzufinden ist, in den Familien, in unserer Gesellschaft, überall wo wir hingehen, teilweise in den Gemeinden, dass nicht zuerst gegeben wird, sondern zuerst genommen wird und diese Selbstliebe vorherrscht. Aber ihr kennt die Lösung doch, oder? Die Lösung ist, Gottes Liebe in seinem Herz zu tragen, denn Gottes Liebe bewegt dich dazu, andere Menschen zu lieben. Liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Wenn du das tust, dann wirst du auch andere lieben, weil Gott liebt jeden. Wenn du Gott liebst, dann wirst du auch Menschen lieben, oder? Macht Sinn. Du bist ja die Reflexion von Gottes Liebe. Die Leute sollen ja das Licht in dir sehen, die Liebe in dir sehen. Also wenn du keine Rücksicht, keinen Respekt, keine Geduld mit anderen Menschen hast, dann musst du daran arbeiten, dass mehr Liebe Gottes in dir ist. Dann ist das nur diese einseitige Liebe und nicht das, wovon Gott hier spricht. Du selber kannst ja nicht in Liebe wandeln, wenn du Gott nicht liebst. Du kannst nicht in Liebe wandeln, wenn du Gott nicht liebst, denn das ist eine Liebesbeziehung und das ist so wichtig. Und dann haben wir gesagt, dass Gottes Liebe Antrieb ist für uns. Dass wir Sachen machen, die wir normalerweise nicht machen würden, aber weil Gottes Liebe in uns ist, machen wir die Sachen. Wir machen beispielsweise hier in der Gemeinde unsere Evangelisations-Event. Die hat Leiterin Ruth auch eben angesprochen, beispielsweise Summertime. Wir fliegen nach Spanien, wir machen so viel. 2 Wochenenden im
Dezember, das tun wir doch, weil wir Gott lieben. Wenn wir das, die Liebe Gottes, rausnehmen würden, dann wird das keinen Sinn machen. Dann würden wir das nicht tun hier als Gemeinde. Und wir möchten euch mit dieser Predigtserie eben Mut machen, dass ihr dabei seid, dass ihr wissen sollt, so können wir Menschen helfen, so können wir die Liebe in die Welt tragen, so können wir Mut machen, dass wir das Beste geben für Jesus, dass wir im Herzen die Entscheidung treffen, aktiv zu sein bei allem, was Jesus betrifft. Ob es bei der Straßenevangelisation sei, beim Gebet, bei den Aktivitäten hier in der Gemeinde oder in der praktischen Mitarbeit, dass wir jetzt schon die Zeit einplanen, dass wir Zeit blockieren, dass wir aktiv sind. Denn wir haben gesagt, die Liebe Gottes ist Antrieb. Wenn du die Liebe Gottes in dir trägst, dann bist du angetrieben, dann möchtest du was tun, dann möchtest du was verändern, dann möchtest du die Welt zu einem besseren Ort machen. Amen. Was sonst soll uns antreiben? Und dann haben wir uns letzte Woche noch die Frage gestellt, was fehlt in dieser Welt? Und auch da sind wir zum Schluss gekommen. Ich erinnere mich, viele von euch haben da auch aufgezeigt. Ihr habt gesagt, ja, die Liebe Gottes, das ist das, was fehlt in dieser Welt. Und genau da möchte ich heute noch einmal anknüpfen. Denn schaut mal, Gott hat die Welt so erschaffen, dass von allem genug da ist. Es ist genug Wasser da. Sogar so cool, dass Wasser sich im Kreislauf bewegt. Ja, das bedeutet, wenn wir von Durst reden, dass Menschen durstig sind in der Welt, reden wir dann davon, dass zu wenig Wasser da ist? Oder reden wir davon, dass zu wenig Liebe da ist? Es ist genug Essen da. Gott hat die Welt so erschaffen, dass genug Essen da ist. Das ist cool, oder? Das Coole ist, Essen wächst sogar nach. Das bedeutet, wir können nicht sagen, Essen fehlt. Wenn mehr Essen da wäre, dann wäre der Hunger in der Welt besiegt, sondern die Liebe fehlt. Es muss mehr Liebe da sein unter den Menschen. Gott hat die Welt so geschaffen, dass genug Platz und genug Ressourcen da sind für alle Menschen. Wenn wir also von Kriegen sprechen, wenn wir von Wirtschaftskrisen sprechen, von Energiekrisen, dann reden wir nicht davon, dass ein Mangel von Geld da ist oder dass ein Mangel von Energie da ist. Es gibt auch ein Energieerhaltungsgesetz. Es ist genug Energie da. Es ist ein Mangel an Liebe. Ich kann vielleicht einmal ganz kurz aufs Skript gehen, weil Pastor Alex, ich erinnere mich, nach unserem letzten Christmas-Gottesdienst, da war ein Mann, der hat sehr viel geredet, ich habe mit ihm geredet und er meinte, ja, bei den Problemen, was ihr hier macht, ist super, bei den Problemen in der Welt, die Menschen müssen einfach sozialisiert werden, hat er gesagt. Und ich habe lange mit ihm geredet, das war ein langes Gespräch, ich habe gesagt, ja, aber weißt du, so und so und ein bisschen so. Und er war aber nein, nein und hat viele Argumente gebracht. Pastor Alex kam dazu und ich wollte Pastor Alex so ein bisschen, ja, dass er sich nicht so viel damit beschäftigen muss. Und Pastor Alex hat gesagt, nein, nein, ist schon okay. Und dann hat der Mann wieder angefangen zu reden. Und hat gesagt, ja, und hat geredet von Vernunft und Rationalität und ja, wir müssen doch nur alle sozialisiert werden und von Einstein und wortwörtlich über Gott und die Welt. Und Pastor Alex ist so cool, ja? Pastor Alex hat einfach zugehört und gesagt, ja, Und hat dann am Ende gesagt, als er fertig war, hat wirklich lange geredet, meinte, ja, du bist ein sehr, sehr lieber Mann. Aber du bist auch ziemlich der naivste Mensch, den ich kenne. Und er hat gesagt, wenn du das Herz der Menschen nicht änderst, sagte Pastor Alex zu dem, wenn das Herz der Menschen sich nicht ändert, dann werden sich auch die Resultate auf unserer Welt nicht ändern. Wenn Gottes Liebe nicht Einzug erhält in die Herzen der Menschen, dann wird es nur noch schlimmer, sagt Pastor Alex. Und das stimmt, das ist das, was wir sehen können. Das Herz der Menschen ist das, was das Problem ist in unserer Gesellschaft. Die Verbitterung. Und aus diesem Grund haben wir ein Mandat bekommen von Gott. Wir haben einen Auftrag bekommen, welcher lautet, hey, ihr habt die Liebe erfahren, ihr habt die Liebe genossen, jetzt bringt die zu den Menschen. Sorgt dafür, dass die Herzen der Menschen erfüllt werden mit Liebe. Das steht in der Bibel. Es steht wortwörtlich an vielen Stellen, ihr seid das Salz der Welt, ihr seid das Licht der Welt. Geht raus, macht das, wir müssen das tun. Das macht Gott nicht für uns, wir müssen das tun. Das heißt, Liebe spielt eine so, so große Rolle und das Herz der Mensch muss erfüllt werden mit Gottes Liebe. Unser Pastor macht das seit vielen Jahren. Wir sind hier in der Gemeinde, wir haben diesen Dienst, die Liebe nach draußen zu tragen, aber jeder Einzelne kann das prüfen. Jeder Einzelne kann es richtig prüfen, wie viel Liebe trage ich in mir und bin ich getrieben, diese Liebe nach außen zu tragen. Das ist die Grundlage des Christseins. Denn ihr erinnert euch, die ersten Christen haben sich nicht selbst Christen genannt, sondern die Menschen haben sie gesehen und haben gesagt, wow,
die sind wie Christus. Die haben diese Liebe. Also um jemanden wirklich zu lieben, um Harmonie zu schaffen, um eine Atmosphäre der Liebe zu erzeugen, um Hilfe zu leisten unserer Welt, um Beistand zu leisten den Menschen, muss die Liebe Gottes in mir aktiv sein. Anders geht das nicht. Anders kann ich das nicht schaffen. Das ist unmöglich. Deswegen ist das so wichtig, dass wir das beherzigen. Denn sonst würden wir einfach mit dieser Dringlichkeit, mit diesem Leben, was auf dem Spiel steht, spielen. Und deswegen ist das eine Grundprinzipienlinie für uns. Also die Frage, die wir uns stellen, ist, womit ist unser Herz voll? Genau das, wovon das Herz voll ist, das kommt auch raus. Ja, das lesen wir auch in Gottes Wort. Wenn dein Herz erfüllt ist von Gottes Liebe, dann kannst du nicht anders, als mit den Menschen reden über diese Liebe und das nach draußen tragen. Und nicht nur reden, sondern auch handeln und wandeln dementsprechend. Wenn du ganz von Gott erfüllt bist und Gott wirklich eine Chance hat in deinem Leben, wird Gottes Herrlichkeit aus dir rauskommen. Aber wenn du voll bist mit anderen Dingen, wenn du dein Herz füllst mit sehr vielen anderen natürlichen, weltlichen Sachen, dann ist klar, dann kommen diese Sachen auch irgendwann wieder raus. Also das ist eine Sache, die ganz wichtig ist. Womit füllen wir unser Herz jeden Tag? Ist das Gottes Wort? Ist das Gottes Liebe? Auch das kann nur rauskommen. Oder füllen wir unser Herz mit negativen Dingen, mit natürlichen Dingen, mit weltlichen Dingen? Dann können wir auch keine übernatürlichen Resultate erwarten. Und dann gibt es noch einen zweiten Aspekt, der sehr wichtig ist, den wir uns heute angucken möchten. Und zwar ist das die Frage, mit welchen Menschen umgibst du dich? Das ist auch sehr wichtig, denn zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Die 5, die 10 Menschen, mit denen wir am meisten Kontakt haben, die beeinflussen uns auch. Entweder positiv oder negativ. Das steht auch in der Bibel, dass wir uns unsere Freunde aussuchen müssen. Ja, das liest das mal selbst zu Hause nach. Du bist die Herrlichkeit Gottes. Und wenn du die Herrlichkeit Gottes bist, dann sollten die Leute das durch dich sehen. Deswegen ist manchmal gar nicht so gut, wie eben schon gesagt, einfach nur immer viel über Gott zu reden. Viel besser ist es, ein Leben zu leben, was dem entspricht. Das ist das, was Gott gerne von uns hätte, dass dann auch entsprechend Leute zu uns angezogen werden und unser Umfeld eben erfüllt ist von dieser Herrlichkeit. Denn dann kommt Freude aus dir, dann kommt Heilung aus dir, dann kommt Weisheit aus dir. All das sind die Herrlichkeit Gottes in uns. Davon sollte unser Herz voll sein. Und wir sollten nach Menschen Ausschau halten in unserem Leben, die das Gleiche vertreten. Ja? Und es gibt Leute, die das tun. Es gibt einige Menschen, die komplett für Gott leben. Und da merkst du, wenn du die dir anguckst, die sind anders. Das sind besondere Menschen. Ja? Das sind Personen, und das wirst du sofort feststellen, die keine Probleme machen, die keinen Stunk machen, die nicht laut sind oder wütend werden schnell. Weil das sind Menschen, die wissen, was sie haben, ist das, was die Welt braucht. Das sind Menschen, die dann ein richtig guter Freund sein können. Das sind Menschen, mit denen wir uns umgeben sollten. Ja? Und dann kann so etwas passieren, dass die Herrlichkeit Gottes aus uns rauskommt. Wovon ist dein Herz voll? Mit welchen Menschen umgibst du dich? Hier steht in Matthäus 22, 36. Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Das zweite ist ihm vergleichbar. Wenn du das tust, liebst du deinen Nächsten auch wie dich selbst. Also Geschwister, diese ganze Predigtserie geht darum, dass wir uns von Gottes Liebe antreiben lassen. Dass wir dafür sorgen, dass Gottes Liebe in uns wohnt. Und dass wir das nach draußen tragen, dass wir unser Licht leuchten lassen in der Welt. Das möchten wir versuchen und sag nicht, oh, ich habe das schon mal probiert, das klappt nicht. Gut, die Bibel sagt, wir müssen alles im Glauben tun. Die Bibel sagt, alle Dinge sind möglich für die, die glauben. Versucht das weiter, versucht das zu praktizieren in den kleinen Sachen im Alltag. Denn ihr wisst, das Leben ist keine Endstation. Keiner von uns kann sagen, wir sind da. Wir sind alle auf einer Reise, aber wir möchten das versuchen, in unserem Leben zu praktizieren. Amen. Amen.